Alte Feindbilder. Heather und ich gehen müde von Luigi's Trattoria rund um den Block zu unserem Wohnhaus. Es ist 3.30 Uhr am Morgen. Vorhin haben wir uns von Charlotte und Dean verabschiedet, mit denen wir bis jetzt ihren 30. Hochzeitstag gefeiert haben. Weder Heather noch ich haben von den Tagebuchaufzeichnungen meiner Mutter erzählt. Heute war ein für ihre Eltern wichtiger Ehrentag und trübe Gedanken hatten dabei keinen Platz. Ich habe sogar ein bisschen gesungen und vorhin hat sich mein Sweetheart bei mir dafür bedankt, dass ich meine Probleme zugunsten der gemeinsamen Familienfeier in den Hintergrund gedrängt habe. Jetzt in den fast menschenleeren Straßen der Stadt, die nur durch einige trübe Hängelampen beleuchtet werden, denn Strom ist nach wie vor kostbar und es wird noch immer nur ein Minimum an Straßenbeleuchtung verwendet, holt mich die Erkenntnis, dass mein frühes Leben nichts als eine einzige Lüge war, mit unerbitterlicher Härte wieder ein. Ich habe nichts erreicht, nichts vollbracht. Ich bin mit meinem schicken Wagen herumgefahren, mit meinem Flugzeug rumgekurvt und habe mir eingebildet, eine großartige Wissenschaftlerin zu sein. In Wirklichkeit war ich nichts als ein dummes Mädchen, das laut meiner eigenen Regierung gar nicht verdient hat zu leben, weil es viel zu naiv und menschenfreundlich gewesen ist. Unser Traum, unsere wunderbare Arche, hatte von Anfang an ein riesiges Leck. Sie war nie dazu bestimmt gewesen, zu schwimmen. Als wir uns dem Haustor näherten, klingelte Heathers Telefon in ihrer Tasche. Wir sind ganz allein, nur ein Hund bellt in einiger Entfernung. Mein Schatz schaltet den Lautsprecher zu. Ich habe gehört, du wolltest mich sprechen. Ist es dringend? Aarons metallische Stimme durchschneidet die laue Mainacht. Heather sagt, ach dringend, es gibt einiges zu berichten, muss aber nicht sofort sein. Ich habe auch einiges zu berichten. Etwas Unerwartetes ist geschehen. Du bist noch auf? Es ist ziemlich früh. Ja, wir haben den Hochzeitstag meiner Eltern mit ihnen gefeiert. Lucinda ist bei dir? Ja klar. Mittlerweile haben wir uns auf die rostige Motorhaube eines geparkten Wagens gesetzt. Der Hund, der vorhin gebellt hat und der von der Optik her ein wenig an einen Ghoul erinnert, streicht um die wenigen abgestellten Autos, wohl auf der Suche nach etwas Fressbarem. Da ich kaum Hunger verspürt habe, hat uns Luigi die von mir bestellte Pizza, von der ich nur ein kleines Stück gegessen habe, eingepackt und mitgegeben. Während Heather telefoniert, nehme ich die kalte Pizza aus der Tüte, die ich bis jetzt getragen habe, und halte sie für den Hund sichtbar hoch. Dann lege ich sie in die Nähe zu einer Hauswand und gehe wieder zu meinem Sweetie zurück, die gerade sagt, warte, ich frag mal. Sie wendet sich zu mir und murmelt, wollen wir auf ein Frühstück zu Aaron gehen? Ich zucke mit den Schultern und nicke. Derzeit ist mir alles ziemlich gleichgültig. Geht klar, wir sind in einer halben Stunde im Rathaus. Gut, bis dann. Kimble beendet die Verbindung. Der Hund macht sich mit Heißhunger über die Pizza her und Heather sagt, ist das auch wirklich okay für dich mit Aaron? Wir hätten uns auch morgen. Es ist gut, wirklich. Komm, lass uns fahren. Nach einem letzten Blick auf das Tier, das uns unverwandt nachblickt, streben wir in Richtung Tiefgarage unseres Hauses, wo unser Wagen geparkt ist. Bevor wir einsteigen, kommt Heather zu mir und nimmt mich in die Arme. Sie betrachtet mich forschend und dann sagt sie leise, kann ich irgendwas tun, dir irgendwie helfen, dass es leichter wird? Ich sehe ihr in die Augen. Dann erwidere ich, du tust es bereits, indem du da bist. Immer noch. Es tut mir leid, dass ich als Mitgift immer mehr und mehr Probleme mitbringe, anstatt ein fröhliches und unbeschwertes Leben für uns beide. Mitgift? Oh, tja, ein Mitgift ist etwas, das früher ein Ehepartner von seinen Eltern anlässlich der Hochzeit geschenkt bekommen hat. In der Regel Geld, damit der gemeinsame Start in die Zukunft ein wenig einfacher wird. Heather schaut mich erneut nachdenklich an. Dann sagt sie, weißt du was? Ich brauche keine Mitgift oder sonst was. Ich habe das größte Geschenk bekommen, das ich mir vorstellen kann. An dem Tag, als ich dich bei Mr. Nash in Brim getroffen habe. Und wenn wir uns gemeinsam bemühen, dann wird das schon noch irgendwann klappen mit dem fröhlichen, unbeschwerten Leben, oder? Ich lehne mich ein wenig an sie und beneide sie fast um ihren offensichtlich beinahe unzerstörbaren Optimismus. Schließlich steigen wir ins Auto und fahren in Richtung Rathaus, während eine kaum wahrnehmbarer Schimmer am Horizont von einem neuen Tag kündet. Wow, also das kommt jetzt ein bisschen unerwartet. Heather lehnt sich in ihrem Sessel zurück. Ein Muskel in ihrer Wange zuckt, was ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass sie sehr aufgewühlt ist. Mein Sweetheart hat die Angewohnheit, in fast allen Lebenslagen eine Art heitere Gelassenheit an den Tag zu legen. Teilweise liegt das wohl in ihrer Natur. Teilweise schafft sie es, sich so gut wie immer im Griff zu haben, auch in schwierigen Situationen. Trotzdem gibt es diverse Anzeichen, die ich in den gemeinsamen Jahren mit ihr nach und nach gelernt habe.
zu interpretieren. Anzeichen dafür ist sie, ihre Ruhe nur vortäuscht, ein eisern bemüht, nicht die Fassung zu verlieren. Jetzt ist so ein Moment und nach allem, was ich von ihr über die Jahre erzählt bekommen habe, kann ich sie verstehen, zumindest ansatzweise. Wir sitzen mit Aaron Kimble in seinen privaten Räumlichkeiten im Rathaus. Alle drei Tassen mit starkem Kaffee vor uns, der übrigens vom riesigen Plantagen in Mexiko in alle Gebiete der NCA transportiert wird. Und was der Präsident uns gerade erzählt hat, muss vor allem für Heather wirklich schockierend sein. Eine bisher irgendwo in der Mojave versteckte, lebende letzte Gruppe der Stählernen Bruderschaft hat mit der NCA Kontakt aufgenommen und um ein Treffen mit Kimble gebeten. Bei diesem Treffen unter Vorsitz eines Mannes, der älteste McNamara heißt, hat dieses Oberhaupt der Bruderschaft Sektion Mojave einen Waffenstillstand angeboten und die Möglichkeit in Aussicht gestellt, der NCA Zugang zu ihrer Technologie zu gewähren, wenn die Mitglieder der Bruderschaft dafür schrittweise in die Republik integriert werden können. Sie haben bisher in einem alten Bunker, der offensichtlich nur aus der Vorkriegszeit stammt und von der ehemaligen US Army betrieben worden ist, gelebt und ihre Gesamtstärke beläuft sich auf knapp 100 Frauen und Männer. Auch einige Jugendliche sind dabei. Ungefähr die Hälfte von ihnen sind Schreiber, die anderen Soldaten. Und wenn das eine Falle ist, du kannst ihnen doch nicht so blind vertrauen. Heather schüttelt den Kopf und Kimble runzelt die Stirn. Noch schweige ich, beobachte die beiden und hoffe, mein Schatz sagt nicht noch mehr unbedachte Dinge. Denn auch wenn wir mit Aaron befreundet sind, so ist und bleibt der Präsident der NCA. Und jeder weiß, dass er mit Kritik, sagen wir einmal, nicht ganz so gut umgehen kann, wie es manchmal vielleicht wünschenswert wäre. Mittlerweile ist es 6 Uhr morgens. Die Stadt draußen erwacht zum Leben. Es ist ein ganz normaler Dienstag im Mai, zumindest für die anderen, denke ich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mich seit Sonntag außerhalb von allem befinde, was mir sonst lieb und teuer war. Ich bin tatsächlich bis in die Grundfesten erschüttert. Die Enthüllungen meiner Mutter lassen mich alles in Frage stellen, sowohl mein Leben vor als auch nach dem Krieg. Heather, ich weiß schon, was ich tue, keine Sorge. Welche Bedrohung sollte denn diesen paar Gestalten noch darstellen? Hunderte Leute der Bruderschaft können wir, wenn wir wollen, mit einer beiläufigen Geste von der Landkarte wischen. Ich dachte eigentlich, du würdest so eine Entwicklung, auch wenn sie zugegeben überraschend kommt, begrüßen. Immerhin ist das doch ein weiterer Schritt in Richtung Stabilität und Frieden, oder etwa nicht? Kimble kneift ein wenig die Augen zusammen. Heathers Lippen sind nur ein dünner Strich. Nachdem sie nicht gleich antwortet, setzt der Präsident nach. Ist es wegen Helios One? Mein Sweetheart atmet langsam aus. Dann zuckt sie mit den Schultern. Vielleicht, antwortet sie tonlos. Für mich sind das alles Mörder. Still ist es im großen Wohnzimmer. Kimble zieht ein wenig die Augenbrauen hoch. Und Caesars Legionäre sind keine Mörder? Mit denen haben wir auch letztendlich eine Übereinkunft getroffen, nicht wahr? Ich dachte immer, ich würde eine harte Linie fahren, hätte nicht gedacht, dass gerade du eine friedliche Entwicklung nicht begrüßt. Gerade ich? Fährt Heather auf. Was meinst du damit? Ich habe mir für die Republik bereits 15 Jahre lang den Arsch aufgerissen, habe alles getan, was von mir verlangt worden ist. Du warst ja nicht dabei damals, bei Helios One. Du hast ja nicht gesehen, wie die MGs dieser sogenannten Soldaten unsere Kameraden links und rechts von mir einfach zerfetzt haben, was ihre Granaten angerichtet haben. Kimble schweigt einen Moment. Dann entgegnet er kühl. Ah ja, das muss ich vergessen haben. War wahrscheinlich weitaus schlimmer als die jahrelangen Kämpfe hier in Kalifornien, oben bei New Fresno, beim Hub oder auch hier rund um den Boneyard. Mein Schatz schließt gequält die Augen. Dann murmelt sie, entschuldige, du hast ja recht, es ist nur ein bisschen überraschend. Wesentlich freundlicher meint nun der Präsident, nicht nur für dich, Heather. Allerdings, du weißt genau, wie es um unsere Truppen steht. Wir müssen erst wieder all jene ersetzen, die in den vergangenen Jahren gegen die Legionäre Caesars gefallen sind. Das wird dauern. Und ich muss gestehen, ich habe nicht wirklich etwas dagegen, wenn harte Frontkämpfer in Poweranzügen an der Grenze zu Arizona patrouillieren. Sicher, wir haben noch die Roboterarmee von Haus in der Reserve, aber die will ich mir wirklich nur für den schlimmsten Notfall aufheben. Außerdem, so effizient diese Securitons auch sein mögen, ich verlasse mich nicht gerne auf Blechtrottel. So, und was wolltet ihr mit mir besprechen? Wenn mir die Bemerkung gestattet ist, du siehst irgendwie ungesund aus, Lucinda. Ist alles in Ordnung? Bisher habe ich schweigend den Neuigkeiten über die stählerne Bruderschaft gelauscht. Jetzt wechseln Heather und ich einen Blick. Schließlich beginnen wir abwechselnd zu erzählen, berichten davon, dass ich mich endlich dazu durchgerungen habe, das Zimmer meiner Mutter zu durchforsten mit dem Ziel, es letztendlich zu räumen.
und wir erzählen, was wir dabei gefunden haben und wie wir mit Robert House letztendlich die Raumstation mit den Giftraketen und auch die anscheinend verlassene Enklavebasis in Yosemite Nationalpark entdeckt haben. Am Ende schweigt Kimble. Dann huscht kurz ein Grinsen über seinen ansonsten meist stoischen Züge und er sagt: Und ich dachte, ich kann euch mit der Information über die Bruderschaft überraschen. Doch eure Entdeckungen toppen das ja um Längen. Es tut mir sehr leid, Lucinda, was da über deine Mutter und auch eure damalige Regierung herausgekommen ist. Allerdings passt das absolut in das Bild, das wir von der Enklave haben. Ein Haufen von größenwahnsinnigen Spinnern, die absolute Herrschaft anstreben. War also dann vor dem Krieg nicht anders als danach, zumindest hier in der Kernzone. Ich denke, wir dürfen kein Risiko eingehen. Wir müssen umgehend diese Enklavebasis in, wie habt ihr das genannt? Yosemite Nationalpark, helfe ich und Kimble runzelt die Stirn. Was zur Hölle war oder ist ein Nationalpark? Ein Gebiet mit besonders schöner Natur, das deswegen geschützt werden muss. Keine Häuser, wenige bis keine Autos, keine fest ansässigen Menschen, nur Touristen, die den Park besuchen dürfen. Und Biologen, die sich um die Tiere und Pflanzen dort kümmern. Und auf der anderen Seite Raketen mit Gift an Bord, um eine ganze Nation auszurotten. Wenn das mal nicht total krank ist. Ich schweige, was soll ich darauf antworten? Wie auch immer. Ich denke, wir werden zwei Vertibirds mit Elite-Einheiten hinschicken. Am besten wieder beobachtet durch den Satelliten, wie ihr es damals bei der Jagd auf die Legionsagenten gemacht habt. Was meinst du, Heather? Mein Schatz nickt. Doch ich kann sehen, dass ihre Gedanken immer wieder abschweifen und ich kann mir auch denken, warum. Gut, mein Kimble. Schließlich, ich würde sagen, wir starten die Aktion in 2 Tagen. Wie geht es übrigens mit eurem Eigenprojekt voran? Mein Schatz meint, den letzten Rest Kaffee ausgetrunken hat, nicht schlecht, Sam. Sam ist guter Dinge, dass sie da was zusammenbekommen. Das heißt, wir werden in Kürze eine ordentliche Menge der Algen abernten lassen, damit sie ihre Versuchsreihe starten kann. Ausgezeichnet, nickt der Präsident. Dann sieht er uns an und setzt hinzu, wenn ich euch so betrachte, dann wird es Zeit, dass ihr eine Mütze voll Schlaf bekommt. Könnt ihr dem Forschungszentrum heute fernbleiben? Ich zucke mit den Schultern. Naja, wir waren auch gestern nicht dort. Ehrlich gesagt sind wir gerade nicht so dringend gebraucht, weil vorerst alles bei Sam und ihrem Team liegt. Jetzt sind mal die Biologen dran. Unser Auftritt kommt erst wieder, wenn das U-Boot zur nächsten Tauchfahrt gebracht wird. Dann geht jetzt nach Hause und schlaft euch einmal ordentlich aus. Ich werde die Sache mit der Raumstation und den Giftraketen erst einmal unter Verschluss halten. Das könnte die Bevölkerung nur unnötig verschrecken. Von euch beiden erwarte ich dazu in absehbarer Zeit ein paar Vorschläge, wie wir mit dieser Situation umgehen können. Das ist was für Physiker und Computertechniker, wie mir scheint. Ich würde sagen, telefonieren wir morgen, um am Donnerstag die Auktion mit der Enklavebasis durchzuführen. Vielleicht gewinnen wir dort auch irgendwelche Erkenntnisse, die wir in puncto Raumstation verwerten können. Allerdings bezweifle ich, dass die Enklave nach dem Krieg von Dingen, die ihre Urväter sozusagen ins Leben gerufen haben, Kenntnis hatte. Wir nicht, antwortet Heather, denn wie gesagt, ein Funksignal kommt in regelmäßigen Abständen von dieser Basis zur Raumstation. Kann ja wohl kein Zufall sein, oder? Wenig später verabschieden wir uns von Aaron. Da Heather völlig in sich gekehrt ist, nehme ich ihr wortlos den Autoschlüssel weg und fahre uns nach Hause. Ich weiß, dass mein Schatz in diesem Zustand kein Interesse an Gesprächen hat. Sie muss erst innerlich mit der Sache, die sie beschäftigt, fertig werden. Danach kommt sie meistens auf mich zu und beginnt darüber zu reden. Nach einer kurzen Dusche fallen wir erschöpft ins Bett. Ich nehme meinen Sweetheart in die Arme und küsse sie sanft. Kurz darauf verraten mir ihre regelmäßigen Atemzüge, dass sie eingeschlafen ist. Und wieder beneide ich sie um diese Fähigkeit, auch nach den schlimmsten Neuigkeiten problemlos einschlafen zu können. Wobei, ich selbst finde das Friedensangebot der Stellenden Bruderschaft nicht wirklich überraschend und auch in keinster Weise bedrohlich. Es ist eigentlich eine natürliche Entwicklung, denn die Alternative wäre, wie Aaron richtig gesagt hat, die völlige Auslöschung des verbleibenden Restes dieser Gruppierung durch die NCA gewesen. Natürlich verstehe ich auch Heather, jetzt sogar mehr denn je. Es ist ungemein schwer, alte Feindbilder zu vergessen und noch ungleich schwerer, mit jemandem Frieden zu schließen, mit dem man jahrelang im Kampf gelegen hat. Ich hoffe, dass ich mein Schatz in dieser Sache jene Stütze sein kann, die sie mir sonst immer bei allen meinen Problemen ist. Letztendlich dämmere ich endlich auch weg, obwohl alle anderen in der Kernzone jetzt gerade erst mit ihrem Tagwerk beginnen.